Demnächst wird die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ihren ersten Zwischenbericht vorlegen. Darin wird es unter anderem auch um das Thema Netzneutralität gehen. Ich hatte die große Ehre, die entsprechende Projektgruppe in der Enquete-Kommission zu leiten. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie wir auch in Zukunft gewährleisten können, dass es für alle einen diskriminierungsfreien Internetzugang geben wird, der es uns erlaubt, alle Dienste, Daten und Inhalte, die wir nutzen möchten, entsprechend auch wirklich zu nutzen, ohne Einschränkungen oder Nachteile. Wir haben lange diskutiert in unheimlich vielen Sitzungen. Wir haben auch jede Menge Daten und Papier produziert. Insgesamt hat der Bericht der Projektgruppe über 70 Seiten. Und wir sind am Ende mehrheitlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir Gott sei Dank in Deutschland keine nennenswerten Verstöße gegen die Netzneutralität haben, dass wir aber gleichwohl aufpassen müssen, dass das so bleibt, und wollen deswegen zunächst einmal die Bundesnetzagentur beauftragen, uns jährlich, also uns, dem Deutschen Bundestag und damit auch der Öffentlichkeit, einen Bericht über den Stand der Netzneutralität in Deutschland vorzulegen. Darüber hinaus haben wir ein paar Grenzlinien eingezogen, Rahmenbedingungen, unter denen wir Netzneutralität gewährleistet sehen. Wir haben uns natürlich auch unter dem Aspekt mit der Frage Löschen und Sperren von Inhalten im Netz beschäftigt. Wir haben uns ganz intensiv mit der Frage Diskriminierung beschäftigt und uns am Ende auf eine gemeinsame Definition verständigt, die eben aussagt, dass von Diskriminierung nicht gesprochen werden kann, wenn es einen gerechtfertigten Grund für eine Ungleichbehandlung gibt. Wie immer, der aussieht, ist eine sehr abstrakte Definition, aber ich glaube, jeder kann sich darunter dann auch entsprechend was vorstellen. Warum ist das Thema für uns alle so wichtig, auch wenn es in Deutschland derzeit noch kein Problem darstellt? Ganz klar, das Internet ist ein inzwischen nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Arbeitslebens, der Bildung, unserer Freizeitgestaltung, der Kommunikation, nicht nur in sozialen Netzwerken. Und wir wollen, dass diese Chancen, die sich daraus ergeben, für unsere Gesellschaft auf Dauer gesichert sind. Und da ist Netzneutralität eine wichtige Grundlage. Leider beschäftigen sich nicht allzu viele Menschen mit diesem Thema. Das hat auch die Beteiligung über Adtocracy gezeigt. Ich würde mir wünschen, wenn das Thema ein bisschen intensiver wahrgenommen wird, ein bisschen intensiver diskutiert wird und sich mehr Bürgerinnen und Bürger auch Gedanken darüber machen, wie die Strukturen sein müssen, damit sie das Internet für sich selbst, für das, was sie dort erleben und machen möchten, auch künftig nutzen können.